1933. Deutschland hat einen neuen Reichskanzler. Adolf Hitler. Er gibt sich als Retter und Heilsbringer. Das neue deutsche Reich, der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen! In diesen Chor stimmen nicht alle ein. Jeder Führer wird sich der Begrenzung seiner Autorität bewusst sein müssen. Lässt er sich von den Geführten dazu hinreißen, deren Idol darstellen zu wollen, wird aus dem Führer der Verführer. Bonhoeffer war ein Mensch, der gesagt hat, ich möchte mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Existenz, mit meinem Reden und meinem Tun für das einstehen, woran ich glaube. Hätten die Kirchen Hitler auch verhindern können? Ich glaube, sie hätten ganz viel tun können, wahrscheinlich sogar verhindern können. Und das ist Teil unserer Schuldgeschichte als Kirche. Einige Mutige stellen sich gegen Hitler unter Lebensgefahr. Soll ich schießen? Laurentius Siemer. Sie sind festgenommen. Auch sein Mut ist gefordert. Bonhoeffer ist ein junger evangelischer Theologe. Er ist im vornehmen Berliner Westen aufgewachsen, in einem behüteten Elternhaus, als eines von 8 Kindern. Der Vater ist Professor für Neurologie und Psychiatrie, Chefarzt an der Charité. Dietrich Bonhoeffer wurde natürlich sehr stark geprägt durch sein Elternhaus, durch seine Familie. Eine große Liebe, eine liebevolle Grundatmosphäre, die immer ein starkes Selbstbewusstsein gibt. Ein Elternhaus, in dem diskutiert wurde, in dem intellektuelle Auseinandersetzungen eine tägliche Rolle spielten, in dem man auch eine gewisse Selbstsicherheit gewinnen konnte in der Argumentation und eben auch gegenüber Gegenwind standhalten konnte. Seine Eltern und Geschwister rechnen allerdings nicht damit, dass er Theologie studiert. Denn besonders fleißige Kirchgänger sind die Bonhoeffers nicht. Sie sind eigenwillig. Und selbstbewusst. Der Dietrich war nonkonform, schon als Kind. Und nicht nur er, sondern auch seine Geschwister und sein Elternhaus. Die Eltern haben die Kinder auch dazu ermutigt. Macht euren Mund auf. Macht nicht das, was eure Mitschüler tun. Das war den Kindern von Anfang an so mitgegeben worden. 400 Kilometer entfernt von der Metropole. Elisabeth Fehn. Im platten Oldenburger Land. Im 19. Jahrhundert waren Kanäle durchs Moor gezogen worden. Hier wohnt der Kanalbaumeister Franz Josef Siemer. Er ist vom Bauernsohn zum Beamten aufgestiegen. Eine Karriere. Ursprünglich war das ja eine Moorlandschaft, ne? Die waren also schon ziemlich abgelegen. Eine eigene Welt. Die Familienstrukturen waren sehr stark. Ja, und dann spielte natürlich auch der Katholizismus eine große Rolle. Als 6. von 10 Kindern wächst hier Josef auf. Er ist besonders wach, ein irgendwie ungewöhnliches Kind. Er wird beschrieben als jemand, der fröhlich, unkonventionell begabt war, der also so in seiner Art, in seiner charmanten, liebenswerten Art gar nicht so zu dem Bild eines Menschen passt, der sich für einen Orden entscheidet. Dennoch, der originelle junge Mann tritt in den Dominikanerorden ein. Bald darauf wird er Lehrer und Schulleiter der Ordensschule in Vechta. Als Mönch nimmt er jetzt den Namen Laurentius an. Er war der Chef. Und das war ja schon etwas ungewöhnlich, weil er ja noch so jung war. Also ihm haben selbst die älteren Leute kaum widersprochen. Also er hatte wohl so eine Art, eine gewisse Autorität, schon in jungen Jahren. In den 1930er Jahren sind fast alle Deutschen Mitglied der christlichen Kirchen.
davon rund zwei Drittel evangelisch, ein Drittel katholisch. Die Kirchen und ihre Pfarrer sind damals noch sehr wichtig. Die Menschen hören auf sie. Hitler weiß, wenn er die absolute Macht will, muss er sich die Kirchen gefügig machen. Er hat dafür einen Plan. Die evangelische Kirche rollt er von unten auf. Er fördert die nationalistische Bewegung der deutschen Christen. Ihr Mitbegründer Ludwig Müller wird zum Reichsbischof erklärt. Reibi, sagt der Volksmund spöttisch. Die katholische Kirche dagegen will Hitler von oben gefügig machen. Er schließt einen Vertrag mit dem Papst, das sogenannte Reichskonkordat. Die Kirche verzichtet darin auf jede politische Betätigung. Im Gegenzug bekommt sie eine Bestandsgarantie, aber nur auf dem Papier, wie sich bald zeigen wird. Solange es noch freie Wahlen gibt, haben es die Nazis in den katholischen Gebieten schwerer. Ihr Erfolg bei den katholischen Wählern ist nur halb so groß wie bei den evangelischen. Aber auch manche Protestanten sind gegen Hitler. In Dithmarschen an der Nordsee eskaliert ein Konflikt schon vor dem Machtantritt der Nazis. In dem Dorf Wörden liefern sich die SA, Hitlers uniformierte Schlägertruppe, und Kommunisten eine Straßenschlacht. Es gibt Tote. Und die Nazi-Propaganda nutzt das aus. Zur Beerdigung in Albersdorf erscheint Hitler persönlich. Er macht aus der kirchlichen Bestattung eine nationalsozialistische Kundgebung. Immer wieder versuchen die Nazis in Albersdorf, die Deutungshoheit über den Friedhof zu erobern. Doch ein Pfarrer wehrt sich. Er heißt Hans Asmussen. Er protestiert. Er stattet Anzeige und er schreibt an Adolf Hitler. Sein Brief ist mutig. Er stellt sich dem aufstrebenden Politiker und dem Zeitgeist entgegen. Für ihn ist es der Anfang des Weges in den Widerstand. In dem Brief heißt es: Sehr geehrter Herr Hitler, weder Ihr Programm noch Ihr eigenes Vorgehen rechtfertigt irgendwie diese Schweinereien Ihrer Anhänger. Mit vorzüglicher Hochachtung, gezeichnet Asmussen. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Zwei Tage später hält er zum ersten Mal eine Rundfunkrede. Er gibt sich staatstragend. Mit dem der ehrwürdige Herr Reichspräsident und in diesem großherzigen Sinne die Hände zum gemeinsamen Bunde schlossen, wollen wir als nationale Führer Gott, unserem Gewissen und unserem Volke geloben, die uns damit übertragene Mission als nationale Regierung entschlossen und beharrlich zu erfüllen. Am selben Abend, dem 1. Februar 1933, spricht auch Dietrich Bonhoeffer im Radio. Er und Hitler sind sich jedoch nie begegnet. Jeder Mensch, besonders der Jugendliche, hat so lange das Bedürfnis, einem Führer die Autorität über sich zu geben, wie er sich selbst nicht reif, stark und verantwortlich genug fühlt. Während die Geführten meinen, dass ihr Führer schlechthin der freie Herrenmensch sei, so muss der Führer doch wissen, dass er der am schwersten mit Verantwortung Belastete ist. Der Diener schlechthin. Jeder Führer wird sich der Begrenzung seiner Autorität bewusst sein müssen. Lässt er sich von den Geführten dazu hinreißen, deren Idol darstellen zu wollen, wird aus dem Führer der Verführer. In der katholischen Welt stellen sich den Nazis besonders Mönchsorden in den Weg. Die Dominikaner blicken auf eine Tradition von 750 Jahren zurück. Irrlehren bekämpfen und predigen, das hat sie schon immer ausgezeichnet. Um predigen zu können, um Menschen überzeugen zu können, mussten die Dominikaner exzellent ausgebildet sein. Das war zum einen etwas für Laurentius Sima, für diesen unkonventionellen, charmanten Mann. Und es war eben eine gute Vorbildung für die Herausforderung, die der Nationalsozialismus für die Menschen bildete. Sima wird Provinzial, Oberhaupt der Dominikaner im größten Teil Deutschlands. Er hatte schon 1933 zwei große Leitartikel in der Berliner Zentrumszeitung Germania geschrieben und sich da ausdrücklich gegen Rassismus und Nationalismus gewandt.
Andererseits hatte er sich hier in Vechta gegenüber der oldenburgischen Regierung auch dahingehend geäußert, dass es doch auch Überschneidungen gebe. Wie die örtliche Zeitung berichtet, sagt er dem zuständigen Landesminister, nationalsozialistische und katholische Ideen träfen sich mehr, als man gewöhnlich annehme. Er musste sicherlich auch damit umgehen, dass ja nationale Begeisterung auch durchaus eine Sympathie für die neue Zeit, die neue Bewegung bei Schülern spürbar war, deren Elternhaus, auch bei Mitbrüdern, auch bei Lehrern. Also das war ja ein Spannungsfeld, in dem er stand und wo er entsprechend agieren musste. Das Regime selbst sorgt schließlich dafür, dass Siemer sich entscheidet. Denn die Nazis versuchen mit fadenscheinigen Gründen, die Dominikaner in die Knie zu zwingen. Bitte, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Kommen Sie mal mit. Sie sind doch hier der Chef, richtig? Ich bin Pater Laurentius Siemer, Ordo Fratrum Predicatorum, Ordensprovinzial der Provinz Teutonia. Sie machen Geschäfte mit der Universumbank in Berlin, richtig? Sie wissen doch, dass jeder Geldverkehr mit dem Ausland anzumelden ist. Sie heißen ja überall nur der Dollarprinz. Weil Sie ohne Genehmigung Unsummen an Devisen verschoben haben, richtig? Wir sammeln Spenden aus vielen Ländern. Aber das ist ganz offiziell und steht in unseren Büchern. Ich habe da ein reines Gewissen. Ach, sieh mal einer an. Bei der Universumbank sind Sie ja sogar Aktionär. Bei einer Bank, die nachweislich an Devisenschiebereien beteiligt ist. Und das ist alles ganz offiziell. Richtig? Die Devisen sind Spenden für unsere Missionsarbeit. Das sind ja unsere Aufgaben. Sogar nach dem Reichskonkordat. Alles einpacken. Ich verlange Ihr Ehrenwort als deutscher Beamter, dass Sie die Akten zurückbringen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass Sie mir nicht davonkommen. Sie sind festgenommen. Die Devisenprozesse, die jetzt vielerorts in Gang kommen, gehören zu den Versuchen der Nazis, durch pure Willkür und Machtmissbrauch die Mönchsorden auszuschalten. Der junge Theologe Dietrich Bonhoeffer macht sich unterdessen unbeliebt, auch bei seinen Glaubensbrüdern in der evangelischen Kirche. Sein Vortrag, die Kirche vor der Judenfrage zum Beispiel, zeigt, dass er schon 1934 eine ganz klare Vorstellung davon hatte, was es heißt, das ernst zu nehmen, was wir heute Menschenwürde nennen. Liebe Brüder, wir alle kennen das Wort. Tu den Mund auf für die Stummen, schaffe Recht dem Elenden und Armen. Was bedeutet das in unserer Zeit? Die Kirche ist ja nicht dazu angehalten, dem Staat in sein politisches Handeln direkt hineinzureden. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber sollen wir deshalb teilnahmslos schweigen? Was, wenn der Staat dem Elenden und Armen nicht Recht schafft, wie es in der Bibel heißt? Ist es dann nicht an uns, ihn an diese Worte zu erinnern? Denn sonst würde der Staat ja seine eigene Existenz aufs Spiel setzen. Zweitens, liebe Brüder, wer sind denn die Elenden und Armen, von denen hier die Rede ist? Wir alle wissen es. Die Kirche aber ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung verpflichtet. Allen Opfern. Verpflichtet. Ohne Bedingung. Das heißt, auch wenn sie gar nicht zur christlichen Gemeinde gehören. Etwa auch den Juden? Ich gehe sogar noch weiter. Denn die dritte Möglichkeit würde bedeuten, nicht nur die Opfer zu verbinden, die unter die Räder gekommen sind, sondern dem Rat selbst in die Speichen zu fallen. Es gibt jetzt keine Anzeichen dafür, dass er schon den Tyrannenmord oder Ähnliches vor Augen hatte. Aber dass man klares Nein sagen muss, dass man sich verweigern muss gegenüber einer programmatischen und systematischen Missachtung der Humanität. Das ist in diesem Wort schon sehr wohl mitgegeben, dem Rat in die Speichen fallen. Und es führt letztlich dann auch schon hin
auf das, was später dann für seine Biografie von zentraler Bedeutung wurde, nämlich auch die aktive Teilnahme am Widerstand. Der junge evangelische Theologe Bonhoeffer hat schon viele Länder bereist, sehr ungewöhnlich in seiner Zeit. Ab 1930 verbringt er ein ganzes Jahr in den USA. Die Schiffsreise dorthin dauert ganze 9 Tage. In New York tauscht er sich am Union Theological Seminary, einem theologischen College, intensiv mit Kollegen aus. Er erlebt einen starken Kontrast zu allem, was Deutschland damals prägt. Den liberalen Geist der amerikanischen Metropole und ihre lässige Atmosphäre. Und er tut etwas, das selbst für weiße Amerikaner ungewöhnlich ist. Er besucht die Wohngebiete der Schwarzen. Er erlebt das Elend weiter Teile der afroamerikanischen Bevölkerung und er geht in ihre Gospel-Gottesdienste. Er macht dort Erfahrungen von großer spiritueller Intensität und erlebt zugleich einen Realitätsschock. Beides beeinflusst ihn nachhaltig. Es verändert sein Leben. Denn Dietrich Bonhoeffer hat in Harlem seine gottesdienstliche Heimat gehabt, in der Abyssinian Baptist Church. Das Thema soziale Gerechtigkeit, das Thema Menschenrechte, das Thema Social Gospel, also die Frage der Ungleichheit, Armut, Rassismus, das sind Themen, die hat er in New York durch seine persönlichen Kontakte, Freundschaften, aber auch durch Referate, die das dann aufgenommen haben, sehr intensiv in sich aufgenommen. Deutschland dagegen treibt auf einen Krieg zu, seit Hitler an der Macht ist. Das sieht jeder, der es sehen will. Wie soll man sich als Deutscher dazu verhalten? Dietrich Bonhoeffer war in seiner Jugend im Grunewald-Gymnasium stark preußisch beeinflusst. Noch 1929 hat er geschrieben: Ich werde meinen Bruder, meine Mutter, mein Volk schützen. Und weiß doch, dass das nur durch Blutvergießen geht. Aber die Liebe zu meinem Volk wird den Mord, wird den Krieg heiligen. Doch er hat sich gewandelt. Während einer ökumenischen Jugendkonferenz des Weltkirchenrates auf der dänischen Insel Fanö hält er eine Friedensrede, die in der ganzen Welt Beachtung findet. Ein Teilnehmer erinnert sich. Am Strande fragte ihn dann ein junger Schwede, Herr Bonhoeffer, Sie haben von dem Krieg gesprochen, den Hitler vorbereitet. Was würden Sie im Fall eines solchen Krieges tun? Bonhoeffer sagte, ich hoffe, dass Gott mir dann die Kraft geben wird, nicht zu den Waffen zu greifen. Der Kernsatz der Friedensrede von Fanö lautet, Christen können nicht die Waffen gegeneinander richten, weil sie wissen, dass sie damit die Waffen auf Christus selbst richteten. Dietrich Bonhoeffer war ein Mensch, der dazugelernt hat, der sich weiterentwickelt hat. Das Bibelstudium spielt dabei eine zentrale Rolle, aber auch die Auseinandersetzung mit Theologie, aber dann vor allem mit Erfahrungen in der Zeit, in der Geschichte. Der Dominikaner Laurentius Siemer verbringt Monate im Gefängnis von Oldenburg. Unter einem Vorwand hatten die Nazis ihn verhaftet. Zunächst wird er verurteilt. Die Zeit im Gefängnis zehrt an seinen Kräften, doch sie bestärkt ihn auch darin, Widerstand zu leisten. Er hat gesehen, dass er und seine Mitbrüder ohne den geringsten Grund verhaftet wurden. Dass seine Mitbrüder in der Haft starben, weil sie diesen Bedingungen der Haft nicht gewachsen waren. Dass man ihn verurteilen wollte, obwohl nicht der geringste Grund dafür vorlag. Und dass er nur deshalb freigesprochen wurde, weil es in Oldenburg mutige Richter gab, die sich dem Druck aus Berlin nicht beugen wollten. Einer seiner Mitbrüder ist Pater Titus Horten. Beide sitzen monatelang in Haft, können sich dort aber nicht sehen. Laurentius Siemer wird schließlich freigesprochen. Titus Horten dagegen stirbt in der Haft. Die Verehrung von Pater Titus hier bei uns in der Kirche ist bis heute spürbar. Natürlich nicht mehr so wie in den 50ern, wo viele Zeitzeugen auch da waren, das ist klar. Aber es ist immer noch so, dass das Grab ein Ort des Gebetes und auch der Hilfe, der Hilfssuche ist. Also, in ewiger Treue zu unserem Führer, Geliebten. Der Tag der Beerdigung von Titus Horten in Vechta bringt für die örtlichen Parteibonzen eine Überraschung. Führer,
denn da draußen los? Die Versammlung ist doch erst heute Abend. Das sind ja Tausende. Heute ist die Beerdigung von Pater Titus. Pater Titus? Wir begehen heute den dritten Jahrestag der Machtergreifung. Die Gestapo nennt die Beerdigung die großartigste, die jemals in der Stadt Vechta vorgekommen ist. Zahlen nennt sie lieber nicht. 6.000 würde ich durchaus für möglich halten, denn die Devisenprozesse waren hier ja im gesamten Oldenburger Münsterland bekannt. Und die Dominikaner auch. Soll ich den Trauerzug in meinem Bericht für Berlin erwähnen? Sind Sie wahnsinnig, Mann. Für die Leute da draußen, da war doch schon der Freispruch von diesem Sima eine kolossale Schlappe der Partei. Dass so weitergeht, bin ich erledigt. Die Beerdigung ist eine machtvolle Demonstration gegen das Regime, wie sie in Hitler-Deutschland kaum noch jemand für möglich gehalten hätte. Karl Röver, der Gauleiter von Weser-Ems, will die Katholiken unbedingt niederzwingen. Er verbietet Kreuze in allen Klassenräumen, auch in kirchlichen Schulen wie in Vechta. Da haben die Leute, die Menschen, die einfache Bevölkerung nicht mitgemacht. Das war ein wirklicher Widerstand der Bevölkerung, der Bauern hier, der Eltern. Die sagten, das wollen wir nicht, das ist falsch. Der Gauleiter sieht sich mit wachsendem Widerstand konfrontiert. Schließlich reagiert er, indem er eine Art Volksversammlung zusammenruft. Das Thema ist bewusst vage gehalten. Er versucht, den Kreuzkampf aus seiner Rede herauszuhalten. Aber lange gelingt ihm das nicht. Da saßen sehr viele oldenburgische Bauern in der Münsterlandhalle und opponierten lautstark. Und unter diesem Druck sah sich dann Röver gezwungen, diesen Kreuzerlass auch tatsächlich zurückzunehmen. Im gleichen Augenblick war ein Getöse in der Halle. Alles strömt heraus, ging hier dort drüben zur Andreaskirche und sang dort in der Kirche: Großer Gott, wir loben dich, und die Glocken läuteten. Papst Pius XI. Lässt ein Rundschreiben verfassen, eine Enzyklika, und zwar auf Deutsch. Sehr ungewöhnlich. Sie bekommt ihren Namen nach den Anfangsworten mit brennender Sorge. Der Text wird in hoher Auflage gedruckt und nach Deutschland geschmuggelt, ohne dass die Machthaber etwas ahnen. Allein das ist schon ein Erfolg. Der Papst verurteilt die Ideologie der Nazis und sagt, die Gebote Gottes gelten unabhängig von Land und Rasse. Aber die Judenverfolgung erwähnt er mit keinem Wort. So bleiben Zweifel. Mit Bonnie habe ich diese Enzyklika mit brennender Sorge vorgelesen, von der Kanzel aus. Ich glaube, zweimal sogar, bei zwei Gottesdiensten. Aber das, was hilft das nicht? Dietrich Bonhoeffer darf in Berlin nicht mehr auftreten. Aber er hält Kontakt zu anderen evangelischen Pfarrern, vor allem in der Gemeinde der Dorfkirche von Berlin-Dahlem. Der dortige Pfarrer wird zum Mittelpunkt einer Strömung, aus der die bekennende Kirche entsteht. Martin Niemöller. Er hat eine rechtsradikale Vergangenheit, wird aber mehr und mehr zum Gegner Hitlers. 7 Jahre wird er in Haft verbringen. Doch politisch ist die evangelische Kirche gespalten, ähnlich wie die Katholiken. Die Verbindungen zwischen dem Widerstand und der Gegnerschaft in der Kirche gegen Hitler, das lief noch sehr nebeneinander her. Da gab es Vorreiter, zu denen ja Dietrich Bonhoeffer gehörte oder der er wohl eigentlich gewesen ist. In der Kirche hatte man ja wenig Neigung, sich überhaupt auf politische Fragen und damit auch auf politischen Widerstand einzulassen. In Barmen, das heute zu Wuppertal gehört, treffen sich die Vertreter der evangelischen Landeskirchen, die nicht zu Handlangern der Nazis werden wollen, darunter Hans Asmussen. Sie beschließen die Barmer Theologische Erklärung. Doch darin erwähnen sie die Judenverfolgung nicht.
genauso wenig wie der Papst. Man muss ganz klar sagen, dass man damals die Brisanz dieses Themas, auch die Möglichkeit, dass daraus ein systematischer Massenmord werden könnte, so nicht gesehen hat. Dietrich Bonhoeffer war einer der ganz wenigen Menschen, die das schon sehr früh gesehen haben, dass dieses Thema auch in eine solche Erklärung rein muss. Es ist am Ende gescheitert und das war für Dietrich Bonhoeffer ein Grund zur Frustration. Das reicht nicht. Dietrich Bonhoeffer kehrt immer wieder in sein Elternhaus zurück, in dem er unterm Dach noch sein Zimmer hat. Doch Ende der 30er Jahre spitzt sich die Lage zu. Er hat Lehrverbot an der Universität und darf auch keine Pfarrer mehr ausbilden. So entschließt er sich, erneut in die USA zu gehen. Sein Vater begleitet ihn auf der Hinreise nach New York. In der Passagierliste sind sie vermerkt. Diesmal ist ihm die Stadt merkwürdig fremd. Seine Freunde haben ihm Arbeit besorgt, aber soll er wirklich hier bleiben, weit weg von allem, was ihm wichtig ist? Er hat mit sich gerungen, es waren ja auch viele, die hatten große Anstrengungen unternommen, um ihn dahin zu bringen, um ihn in Sicherheit zu bringen. Und die jetzt zu enttäuschen, denen zu sagen, ich fahre jetzt wieder zurück, das war schon ein großer Schritt. Die Christen in Deutschland werden vor der furchtbaren Alternative stehen, entweder die Niederlage ihrer Nation zu wollen, damit die christliche Zivilisation überlebt, oder den Sieg ihrer Nation zu wollen und damit unsere Zivilisation zu zerstören. Ich weiß, welches von beidem ich wählen muss. Aber ich kann diese Wahl nicht treffen, während ich in Sicherheit bin. Nach wenigen Wochen kehrt er zurück. Eine wirklich existenzielle Entscheidung. Er hat festgestellt, nicht die Stimme der Vernunft. Das wäre gewesen, geh nach Amerika. Auch nicht die Stimme der Familie. Die wollten gerne, dass ihr Sohn nicht stirbt. Auch nicht praktische Überlegungen, da habe ich ja auch eine Aufgabe, da kann ich dann deutschen Migranten helfen, sondern letztlich eine innere Stimme, ja, die Stimme des Gewissens, obwohl er nicht naiv war und 1939 wusste, dass ihn das Leben kosten könnte. Er ist ja deshalb zurückgefahren, weil der Kriegsausbruch unmittelbar bevorstand. Dietrich Bonhoeffer wird Teil des militärischen Widerstands in Deutschland. Dessen Zentrale versteckt sich im Berliner Bendlerblock. Dort, wo auch das Oberkommando des Heeres seinen Sitz hat. Mehrere Attentatsversuche werden von hier aus vorbereitet und Pläne für ein anderes Deutschland gemacht. Admiral Wilhelm Canaris, Oberst Hans Oster und Bonhoeffers Schwager Hans von Donani gehören zu den führenden Köpfen der Gruppe, später auch der Attentäter Klaus Graf von Stauffenberg. Kontakt zu diesem Kreis hat Dietrich Bonhoeffer über seinen älteren Bruder Klaus bekommen. Beide arbeiten daran, Verbindungen zu westeuropäischen Regierungen herzustellen, also zu den Kriegsgegnern. Für die Widerstandskämpfer ist das lebenswichtig. Es werden Reisen in die Schweiz, nach Dänemark und Schweden unternommen, auch zum Papst in den Vatikanstaat. Zahlreiche weitere Gruppen arbeiten gegen Hitlers mörderische Diktatur. In Schlesien trifft sich der Kreisauer Kreis. In München tauchen Flugblätter einer Gruppe auf, die sich Weiße Rose nennt. In Berlin gibt es geheime Zusammenkünfte von konservativen und liberalen Zirkeln. Außerdem ist im Untergrund ein harter Kern der verbotenen sozialdemokratischen Partei gegen Hitler aktiv, ebenso die Kommunisten. Einige dieser Gruppen haben Kontakt, andere wissen überhaupt nichts voneinander. Nur die Gegnerschaft zu Hitler eint sie und die Tatsache, dass sie Hochverrat begehen. Damals ein todeswürdiges Verbrechen. So wird Tarnung immer wichtiger, auch für den Dominikaner Mönch Laurentius Siemer. Er trifft sich mit einem Kreis von Mitgliedern der verbotenen katholischen Arbeiterbewegung. Auch sie begehen Hochverrat, denn auch sie arbeiten gegen Hitler. Siemer ist davon überzeugt, dass weder der preußische Adel noch die führenden Militärs die Hitler-Diktatur beenden können. Er glaubt, dass der Widerstand vor allem die katholischen Arbeiter im Westen des Deutschen Reiches auf seine Seite ziehen muss. Der Kölner Kreis war ganz eindeutig demokratisch orientiert. Siemer lässt sich in seinen Erinnerungen auch darüber aus, denn er sagt, wir im Westen waren demokratisch und die Berliner waren eher monarchistisch.
Die konspirativen Katholiken müssen sehr wachsam sein. Sie treffen alle nur erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen. Denn Spitzel und Denunzianten sind die wichtigste Waffe des Regimes gegen Abweichler. Einige der Männer, die Siemer in Köln trifft, gehören später zu den Gründern der CDU. Sie befürworten eine parlamentarische Demokratie. Damals keine Selbstverständlichkeit, auch nicht im Widerstand gegen Hitler. Es sind linksgerichtete Katholiken. Laurentius Siemer schwebt sogar ein christlicher Sozialismus vor. Mehrere führende Köpfe des Kölner Kreises werden später aufgespürt und hingerichtet oder sterben in der Haft. Wie in Köln, so gibt es auch in Berlin einen Dominikanerkonvent. Hier hat sich ein Ausschuss gebildet, der die Angriffe gegen die katholischen Orden abwehren soll. Laurentius Siemer ist Mitglied des Ausschusses, aus dem eine weitere Widerstandszelle erwächst. Die dominikanische Tradition mit der Suche nach Wahrheit ist sehr klar gegen das nationalsozialistische ideologische Gedankengut gerichtet. Die Internationalität des Ordens geht eigentlich quer zum nationalen Einigeln oder Überhöhung eines einzelnen Staates, einer einzelnen Rasse, wie man damals sagte. Also das geht gar nicht zusammen. Odilo Braun, ein dominikanischer Mitbruder von Siemer, ist führendes Mitglied des Ordensausschusses. Neben dem Konvent hat er ein Wohnbüro, das er auch für seine Aktivitäten im Widerstand nutzt. Enne Vogelsberg, die Sekretärin von Odilo Braun, hat sich extra eine andere Schreibmaschine beschafft, um Spuren zu verwischen. Die Gestapo soll nichts zurückverfolgen können. Die mutige Frau soll hier Teile einer Denkschrift ins Reine schreiben, die für hohe Offiziere und Generäle bestimmt ist. Der Text, an dem mehrere Geistliche mitgearbeitet haben, soll die Generäle dazu bringen, dass sie einen Putsch gegen Hitler vorbereiten. Das Original der Denkschrift ist nicht überliefert. Teile davon sind bezeugt. Sich bei irgendeiner Gelegenheit Hitlers zu bemächtigen, seine Verrücktheit offiziell feststellen zu lassen und dann im Rundfunk verkünden, ein Verrückter, der sich als Verbrecher gebärdet hat. Selbst das Kohlepapier lässt noch Rückschlüsse zu, die der Widerstandsgruppe gefährlich werden könnten. Sorgfältig versteckt Enne Vogelsberg die Exemplare für die verschiedenen Empfänger. Tatsächlich haben, wie Odilo Braun später berichtete, einige der Exemplare ihre Adressaten erreicht. Die Verbrechen der Nazis werden immer monströser. Es ist ein schleichender Prozess. 1942 kann es jeder sehen, wenn jüdische Familien deportiert werden, wie in Hildesheim. Doch Proteste gibt es nur selten. Wie kann es eigentlich passieren, dass aus unserer heutigen Sicht absolut grundlegende Orientierungen des christlichen Glaubens einfach verschluckt werden, einfach weg sind in einer solchen Situation? Wie kann es sein, dass die Kirchen still bleiben, dass sie zuschauen
oder sogar aktiv unterstützen, wenn Menschen abtransportiert werden und letztlich dann ermordet werden. In vielen Gegenden Deutschlands beschäftigt der Mord an kranken und behinderten Menschen die Gemüter. Clemens August Graf von Galen, der Bischof von Münster, protestiert dagegen in 3 öffentlichen Predigten. Er hat damit Erfolg. Das Regime nimmt auf die Stimmung in der Bevölkerung Rücksicht und bricht die sogenannte Euthanasie weitgehend ab. Der katholische Bischof sagt mit seinem Beispiel, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Laurentius Siemer ist zu dieser Zeit bereits im Netzwerk des Widerstands zu Hause. Er pflegt Kontakte in viele Richtungen, auch zu dem Protestanten Dietrich Bonhoeffer. Er trifft ihn in Berlin. Über ihre Gespräche ist nur wenig bekannt. Über ein anderes geheimes Gespräch Bonhoeffers ist mehr überliefert. Gastgeber ist sein Freund, der Pfarrer Wolf-Dieter Zimmermann. Mit dabei ist der Offizier Werner von Haften. Wir haben noch Cognac von der Hochzeit. Ha? Vielleicht kann der uns etwas wärmen. Geist und Materie, das alte Thema. Soll ich schießen? Soll ich schießen? Ich weiß, wo die Besprechungen für Raubquartier stattfinden. Ich kann mir Zugang verschaffen mit Waffe. Ich kann Hitler beseitigen. Soll ich es tun? Schießen nützt überhaupt nichts, wenn es danach so weitergeht. Das ist reine Theorie. Aber was ist mit der Tat? Auf jeden Fall darf man nichts dem Zufall überlassen. Mein eigenes Leben spielt aber gar keine Rolle. Die Frage ist einfach, soll ich schießen? Darf ich es tun? Und das 5. Gebot? Du sollst nicht töten? Oder muss ich es tun? Mache ich mich sonst schuldig? Du sprichst von der Schuld, eine Gelegenheit zu versäumen. Es gibt aber auch die Schuld, in einer solchen Situation leichtfertig zu handeln. Ohne Schuld kommst du da nicht heraus. So oder so. Du musst die Schuld annehmen. Getragene Schuld. Werner von Haften, der die Frage stellte, nimmt später als Adjutant und Helfer von Stauffenberg am Attentat des 20. Juli teil. Bonhoeffer selbst war bereit zu schießen. Und das scheint mir sehr wesentlich zu sein. Er hat es nie getan, er hätte es auch nie tun können, er war nicht trainiert. Aber er hatte diese Entscheidung für sich gefällt, ich bin bereit zu schießen. Und das scheint mir also ein wesentlicher Faktor zu sein, zu erkennen, dass er bereit war, das 5. Gebot zu übertreten. Im Risiko, unter eigener Schuldübernahme, wissend ist es Schuld. Im April 1943 stehen Gestapo-Männer vor dem Haus der Bonhoeffers. Dietrich ist nicht zu Hause. Als er hört, dass die Gestapo ihn sucht, kommt er freiwillig. Die Menschen damals kannten so viele, die eingezogen wurden, gefallen sind, fliehen mussten, verhaftet wurden, vermisst waren, dass fast jeder irgendwo damit rechnen musste, nicht in Frieden, im hohen Alter, im Bett zu sterben. Und gleichzeitig haben sie natürlich und auch Dietrich am Leben gehangen. Kurz zuvor hat sich Bonhoeffer verlobt mit Maria von Wedemeyer. Sie ist 18 Jahre jünger als er. Als die Gestapo ihn verhaftet, hat er auf seinem Schreibtisch ein Tagebuch zurückgelassen. Es enthält lauter falsche Angaben, um die gefürchtete Geheimpolizei irrezuführen. Im Gefängnis von Berlin-Tegel verbringt Bonhoeffer die nächsten 18 Monate. Als Untersuchungshäftling darf er lesen und schreiben, nur Maria von Wedemeyer sieht er nicht wieder. Er schreibt ihr Briefe und bewahrt sich seine positive Einstellung, so gut es geht. Wir sehen, wie er, auch als er schon inhaftiert war, immer damit gerechnet hat, dass er auch wieder freikommt und jedenfalls diese Hoffnung bis zum letzten Moment nicht aufgegeben hat. Im Sommer 1944 ist Adolf Hitler in seinem Hauptquartier hinter der Front in Ostpreußen. Eine lange Reihe von Attentatsversuchen ist zu diesem Zeitpunkt bereits gescheitert. Am 20. Juli zündet Stauffenberg eine Bombe während einer Besprechung, an der Hitler teilnimmt. Die Schäden sind gewaltig, doch Hitler überlebt erneut. Stauffenberg, Werner von Haften und weitere Verschwörer werden in den Innenhof des Berliner Bendlerblocks gebracht.
Noch am selben Tag werden sie von einem Erschießungskommando hingerichtet. Jetzt wird auch nach Laurentius Sima verschärft gefahndet. Er sei, so heißt es, in die Ereignisse des 20.07.44 stärkstens verwickelt. Hier ist Schwester Martha von der Pforte. Da sind zwei Herren mit dem Auto gekommen, die Sie sprechen wollen. Aber ich kann doch um Mitternacht keine Besuche empfangen. Die Herren möchten bitte morgen früh wiederkommen. Sie wollen nicht fortgehen. Sie haben schon an der Tür und den Fenstern gerüttelt. Die wecken mir noch das ganze Haus auf. Sima hält sich zu diesem Zeitpunkt versteckt in einem Kloster zwischen Vechta und Kloppenburg. Als er das Wort Auto hörte, da wusste er Bescheid. Ja, weil zu dem Zeitpunkt damals fast die einzigen, die überhaupt ein Auto hatten, waren eben Gestapo-Leute. Ja, und er hat eben auch dann sehr schnell geschaltet. Jetzt. Sind Sie Josef Sima alias Pater Laurentius? Laurentius Sima, das sind Sie doch, oder? Wir wollen nur ein paar Fragen stellen, dann können Sie weiterschlafen. Nein, nein, ich bin Pater Ottmar. Wo ist er? Die haben also die Schwester dazu gezwungen, in sein Zimmer zu gehen. Da war er nicht mehr. Und dann hat der eine Gestapo-Beamte auf das Bett gefühlt und hat gesagt, das Nest ist noch warm, aber der Vogel ist ausgeflogen. Dann war es sein Glück, dass er in der Bevölkerung so beliebt war. Denn wir müssen uns vor Augen führen, diejenigen, die ihn versteckten, wären ins KZ eingeliefert worden. Als Sima durch die Nacht radelt, ist ein gepfiffenes Volkslied das Erkennungszeichen für seine Helfer. 8 Monate lang taucht er als Onkel Theo bei Bauern unter. Nach dem Krieg lebt er noch 11 Jahre und wird Deutschlands erster Fernsehpfarrer. Bonhoeffer wird in den letzten Kriegswochen aus Berlin herausgebracht. Nach einer längeren Irrfahrt kommt er ins Konzentrationslager Flossenbürg in der bayerischen Oberpfalz. Dort wird Dietrich Bonhoeffer auf persönlichen Befehl Hitlers am 9. April 1945 zu Tode gefoltert. 5 weitere Männer werden mit ihm hingerichtet. Seit jenem Abend im Februar 1933 in Berlin ist viel geschehen. Bonhoeffer ist ermordet. Hitler hat sich wenig später selbst getötet. Das Reich der Herrlichkeit, das er den Deutschen versprochen hat, ist in Zerstörung und millionenfachem Tod versunken. Bonhoeffers Ideen dagegen leben weiter. Seine Schriften sind in der Staatsbibliothek Berlin erhalten geblieben. Sie werden bis heute in aller Welt gelesen.